Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Es ist für mich jetzt schon wieder eine ganze Weile her, dass ich zuletzt gespielt habe. Tatsächlich war ich eine Woche im Urlaub im Schwarzwald und habe daher nicht mehr 100% im Kopf, was passiert ist. Ich habe das Ende der letzten Episode auf YouTube schnell nachgeguckt und bin da auch nicht ganz schlau draus geworden. Muss mich also wieder aus den Items, die wir im Inventar haben, entlanghangeln. Glücklicherweise ist das Spiel linear, das heißt, man kann da ziemlich schnell rauskriegen, was los ist. Mein erster Clou ist das Notenblatt. Ich hoffe, wir haben das noch nicht eingesetzt. Ich weiß, wir sind zuletzt rausgerannt zum Speichern, weil hier die Finsternis naht. Und von daher geht es jetzt erstmal zurück. Und zwar versuchen wir jetzt mal mit Hilfe des Notenblattes die Musik zu spielen, die auf dem Notenblatt steht. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ich weiß es aber nicht. Ich habe eben nicht die ganze Folge geguckt. Ich muss das mal in meine Pre-Stream-Checkliste aufnehmen, dass ich prüfe, was ich in der letzten Folge gemacht habe. So, untersuchen. Und zwar, ja, ich möchte spielen. Und jetzt habe ich hier die Kombination A, B, Y, X, B, Y, A. Da passiert nichts, das heißt, wir haben das schon mal gemacht. Das heißt, die Musik lief dann schon mal und das Schränkchen rechts ist schon aufgegangen. Hätte ich natürlich auch sehen können. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, was aufgeht, aber dann ist das wahrscheinlich dieses Schränkchen hier hinten, das Tabernakel, was aufgegangen ist, wo im Endeffekt einfach nur der Fünferspruchzirkel drin ist. Mich wundert, dass ich dieses Notenblatt immer noch habe. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe hier auch einen Schlüssel fürs Podium. Dann gucken wir mal in das Podium rein. Mal hier untersuchen. Jawohl, die Schublade, die muss ich jetzt eigentlich erst aufschließen. Jetzt kann ich sie öffnen. Und darin befindet sich ein Blatt Papier, eine Seite aus einem Tagebuch. Dann schauen wir mal, ob das Seite 1 ist. Das ist Seite 1, dann können wir jetzt die ersten beiden Seiten mal lesen. Endlich bin ich in Amiens, dem Ziel meiner Pilgerreise, angekommen. Bald werde ich die Hand von Judas sehen können. Meine Augen können den Anblick des heiligen Relikts nicht mehr erwarten. Meine Reise war beschwerlich und es wird mir gut tun, eine Weile in diesem friedlichen Ort auszuspannen. Hier leben gute Menschen, stark im Glauben und in ihrer Bedeutung in der Welt. Wenn es in dieser Welt den Fäulnisgeruch der Hexenkunst gibt, so zweifle ich daran, dass es hier an diesem Ort sein wird. Also, da sieht man, Bruder Andrew war noch ziemlich zuversichtlich, als er hier angekommen ist. Schauen wir mal, wie das Ganze etwas später aussah. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie mir die Hand des Judas nicht zeigen können, da ich meine Ankunft nicht rechtzeitig genug angekündigt habe. Aber ich muss gestehen, mich irritieren ihre ungewöhnlichen Aktivitäten. Dieser seltsame Orden hält keine Messen ab, es werden keine Tagesgebete gesprochen oder andere Ehrungen abgehalten. Man fragt sich, ob dies überhaupt ein heiliger Orden ist, geschweige denn, ob er wirklich unter der Schirmherrschaft der großen Inquisition steht. Vielleicht ist das auch meine Naivität im Glauben. Es gibt viele Praktiken, die damit im Zusammenhang stehen und die sich von Ort zu Ort auf unterschiedliche Art zeigen. Vielleicht sind diese hier in Amiens nur ein exzentrischer als andernorts. Das Wort ein war zu viel. Okay, also er hat sich schon mal ein bisschen gewundert darüber, was hier abgeht. So, ich muss jetzt mal eben auf die. Was haben wir noch? Wir haben den Rubin. Jetzt tut es mir tatsächlich sehr leid, dass ich noch einmal hier, dass ich euch etwas Wiederholung antue. Ich muss mich ein wenig orientieren. Ich muss tatsächlich einmal kurz nach unten. Also hier waren wir auf jeden Fall schon drin, das weiß ich. Trotzdem gehe ich nochmal kurz rein. Also hier haben wir das Buch zu den gefakten Reliquien gefunden. Okay. Und hier weiter unten war dann das Ding für die Orgel. Hier war der Geheimgang mit den Trappern. Und weil die hier noch sind, gehe ich auch gleich wieder raus. Da war also die Trapper mit dem Geheimgang, wo wir ein
Wesen besiegt haben. Da ich mich da jetzt nicht wieder durchschleichen möchte. Moment, durchschleichen ist, das ist eine. Ich habe Ambrosbolzen. Ich mache erstmal die Trapper platt. Das wird schließlich gespeichert. Dann muss ich mich auch nicht mehr durchschleichen. Weil ich glaube, die Vertiefung, in die wir den Rubin einsetzen, ist hier. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Von daher einmal zielen und schießen. Und dann Mix mit der Munition. Jetzt ist der Trapper weg und da ist noch einer. Da war noch einer. Also hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Es waren zwei. So. Ja, ich habe hier nehmen gemacht anstatt Mix. Nehmen. Mix mit dem hier. Einmal die Armbrust neu laden. Das Schwert wieder in die Hand. Und kurz innehalten. Es ist kein weiterer Trapper im Raum. So, hier drüben war ja ein Monster. Und hier sind die. Doch, tatsächlich ist genau das. Wir hatten die anderen beiden Rubine schon gefunden. Da war ich mir nämlich unsicher. Das heißt, wir haben jetzt den letzten Rubin gefunden und können den hier einsetzen und damit den Geheimgang öffnen. Und hier haben wir den Geheimgang geöffnet. Ich musste eben ganz dringend. Das war so ein Druck auf dem Kiefer. Ich musste eben meinen Kiefer knacksen lassen. So, und hier. Schön gucken, eine Fackel habe ich nicht. Nein, also muss ich die mit dem Schwert eben bearbeiten. So. Hier sind wieder die, das kennen wir auch schon, die Kerzen, die man am Anfang hatte. Ich spreche, das ist überbewertet, zumindest jetzt. Wir haben gerade erst angefangen. Ich weiß ja, dass ich eigentlich nur eben wieder runterlaufen muss. So, hier wieder Gegner. Und eine Rune. Da will ja jemand zur Tür. Hier ist übrigens die Büste, die im Roivers anwesend ist. Da wollte ich eben laufen und hab's nicht geschafft. So, und dem auch den Kopf abhacken. Wie kommt das, dass er so schlecht kämpft gerade? Kann das sein, dass ich so schlecht kämpfe? Ja, ich hau die ganze Zeit daneben, obwohl ich ihn gegen anvisiert habe. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja. Und da war auch nicht die Zeit für den Finalschlag gewesen. So. Deswegen sind die auch wieder aufgestanden. Jetzt aber. Ich habe die magische Rune gefunden. Tschüss und tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Erstmal sorgen wir erstmal dafür, dass der hier nicht wieder aufsteht. Und jetzt aber. Gut. Ich muss auch erst wieder reinkommen ins Kämpfen. Wird schon. Also hier ist die Büste, die uns hinterher schaut. Sehr schön. So. Gucken wir mal, können wir hier die Fackel nehmen? Nein, können wir nicht. Dann machen wir mal die Tür auf. Jetzt geht's nach unten. Hier ist natürlich das Blöde, dass wir jetzt gerade noch nicht so gut sehen. Da ist eine. Wirklich keine Fackel? Sieht, wie ungläubig ich bin. Bin ziemlich sicher, da müsste einer sein. Gut, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Hier bekämpfen sich jetzt diese beiden großen, grauenvollen Monster gegenseitig. Ich warte mal, bis einer von beiden gewinnt. Oh, das ist schon passiert. Das Laden ist ja doch nicht so langsam, wie man glaubt. Das nächste Auge. Ich glaube, jetzt ist es angebracht zu wechseln. Ne? Ich wechsle mal. Na, der zweite Schlag war aber nicht von mir ausgelöst.
Okay. Da muss ich eben mal so machen. Ah, ich darf nicht laufen dabei. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Dann gehen wir mal eben hier wieder raus. Und machen so. Und einmal so. Bisschen Sanity können wir ja auch vertragen. So, dann warte ich noch, bis das Test der Zauber fertig ist. So, und nun gehe ich her und speichere einmal. Nehmen wir mal den Spielstand. So. Denn jetzt. Okay, brauche ich nur noch einen Schlag. Das finde ich jetzt ein bisschen witzlos, aber jetzt bin ich voll geheilt. Und voll geheilt sein ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Hier liegen noch Armbrustbolzen. Die nehmen wir eben mit. Na, da hinten ist was. Auf einem Opferungsaltar liegt das Abbild eines Mönches. Ein tiefer Spalt teilt seinen Brustkorb. Das Antlitz des Bildnisses ist das exakte Abbild des Kustos. Das ist der Typ, den wir oben im Glockenturm getroffen hatten. Eine Inschrift besagt, erst wenn ein Freund sich zum Opfer gibt und seine Schreie die Luft erfüllen, erst dann wird die große Tür dir Einlass gewähren. Okay, große Tür ist bestimmt die hier. Ja, die ist verschlossen. Das heißt, hier müssen wir noch ein kleines Rätsel lösen. Naja. Der Kustos muss ein Opfer bringen. Dann gehen wir mal her und reden mit ihm. So. Jetzt übrigens, da unsere Sanity höher ist, bewegt sich der Kopf hier dieser Statue nicht mehr. So. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Dann hier weiter. So. Wir waren übrigens, ich denke jedes Mal hier unten an dem Eck, dass das was ist, was ich nehmen kann. Wir waren übrigens im Schwarzwald, unter anderem in der sogenannten Keideltherme in Freiburg. Sind also von dem Ort Unterkirnach, das ist der Ort, in dem wir waren, bis nach Freiburg gefahren, um in diese Keideltherme zu fahren. Und das, muss ich mal wirklich sagen, das ist wirklich herrlich. Also die haben, es ist einfach ein herrliches Schwimmbad. Wir mussten wegen Corona die Tickets vorreservieren. Ich habe direkt Tageskarten gekauft für 16 Euro pro Person. Und es war einfach, also wirklich super. Es ist schön, schönes Außengelände, Freigehege wollte ich gerade sagen. Schönes Freigehege und mit Liegestühlen und allem. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Nur mit der einen Einschränkung, und das kann ich der Keideltherme nicht anlasten, dass wir uns einen Sonnenbrand geholt haben, weil wir uns nicht eingecremt haben. Also Leute, cremt euch ein. Stimmt, den haben wir, von dem sind wir am Anfang weggerannt. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, ihn platt zu hauen, weil wir das Schwert haben. Und der Finalschlag ist da. Jetzt ist der also auch erledigt. So, war sehr schön da. Ja. Und natürlich überall instinktiv oder schon reflexhaft den Impfausweis gezückt. Einmal so hier, ja, wir sind geimpft. Nicht angreifen, reden bitte. Der Kustos schüttelt den Kopf und erklärt Paul, dass er nicht genug Beweise habe, um eine solche schwere Anschuldigung gegen Philippe Augustine zu erheben. Es müssen noch weitere gefunden werden. Also wir haben das Buch der Reliquien. Wir haben die Tagebuchseiten. Wahrscheinlich fehlt uns noch eine Tagebuchseite. Dann gehen wir noch einmal durch alle Räume durch. Hilft ja alles nichts. So. Also hier ist nichts groß. Könnten wir uns die Kirche nochmal angucken. Haben wir aber schon. Da
Dann geht sie jetzt lang. Hier war kein Gang. So, hier runter. So, da drüben. Und dann geht sie runter. So, ich gehe jetzt erst nochmal hier hin. So, hier ist das ist ja das, in dem wir angefangen haben, quasi, nachdem wir eingesperrt wurden. Da haben wir das, den Diamanten rausgelöst oder den, was auch immer für ein Edelstein das war. Einfarbigen Edelstein. Für mich sind das alles Diamanten. Ich bringe Edelsteinnamen immer durcheinander. So, dann nochmal hier. Das ist die aktuelle Kirche. Komplett ohne Menschen. Dann gehen wir hier nach links. Und bei der Gelegenheit mache ich mal ein kleines bisschen Werbung. Und zwar nicht kaufen Sie, sondern trinken Sie. Und zwar einen Schluck Wasser. Stay hydrated, sage ich im Englischen immer. Wenn ihr jetzt etwas zu trinken bei euch stehen habt, ist jetzt der Zeitpunkt, einen Schluck zu nehmen. Ich hoffe, es ist ohne Alkohol. Denn es geht eher darum, genug Flüssigkeit zu haben. Wenn nicht, geht eben schnell was holen. Ich nehme mal hier einen guten Schluck Leitungswasser. Leckeres Wasser aus der Leitung. Leider sehr, sehr kalkhaltig hier im Rhein-Main-Gebiet. Hier haben wir dieses Bild, wo Menschen malträtiert werden, das kennen wir schon. Da ist uns was entgegengefallen. Okay, wie gesagt, die. Ein bisschen hört sich dieser Teppichboden nass an. Hier geht's in die alte Kirche. So, alles dunkel hier. Gehen wir hier erstmal die Treppe hoch. Gucken oben rum. Da waren die 1000 Bücher. Da war vorher der Geheimgang. So, und das ist alles das Gleiche. Ich muss hier an der Stelle übrigens immer ein bisschen an der Name der Rose denken. Diese Bibliothek mit dem verbotenen, der verbotene Teil der Bibliothek mit diesem verbotenen Buch. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen ähnlich vor. Aber hier sind überall einfach nur irgendwelche, genau, irgendwelche Bücher. So, ja, genau. Auf der Seite auch. Jawohl, gleicher Text. Gleicher Text heißt in dem Spiel, dass es eigentlich nichts Besonderes gibt. Habe ich den Tisch jetzt nochmal mit B beobachtet, betrachtet? Nein, da ist auch kein Untersuchung. Okay. Also hier oben ist ein Dead End. Dann nochmal nach vorne. Da kriegt er schon Luftprobleme. Da sind wir schon ein bisschen zu viel gerannt. Ich bin halt ungeduldig. Nochmal auf. Hier haben wir ja schließlich den Zombifizierten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. Aber wir haben ihn besiegt. Das war der, der Karl den Großen warnen wollte. In der Vergangenheit. Das ist der Sarg. Ah, hier ist ein. Hier haben wir ja noch gar nicht alles untersucht. Hier ist der Zauberspruch. Und zwar nehmen wir mit den Spruch Schild. Das ist nämlich Schutz und selbst. Was immer, wenn eine neue Rune entdeckt hat, das wird Paragon gewesen sein, was wir entdeckt haben. Gucken wir mal eben Runen. Hier ist eine, genau, das ist die letzte Rune. Das ist Paragon, das ist die Verstärken-Rune. Damit könnten wir jetzt mit dem Fünferzirkel übrigens zum Beispiel statt Trapper Zombies beschwören. Kann sein, dass das eventuell, gucken wir mal eben, neuer Spruch, Fünfer-Rune, Chiturga. Und dann kommt hier, ich weiß die Reihenfolge tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es war so. Aratak Paragon. Spruch 8. Da wir den Spruch nicht kennen, ist es jetzt hier Spruch 8. Aber das ist der Spruch Zombie beschwören. So sieht das Ganze aus, wenn man quasi die Sachen schon kennt. Die Sprüche schon eingibt, quasi ohne sie wirklich entdeckt zu haben. Also hier hätten wir jetzt quasi die Schutzbarriere entdeckt. Können wir hier hinten rein. Ja, da laufen wir so unter den Säulen entlang. Okay, gucke ich hier nochmal in den Sarg rein. Ich glaube, das haben wir doch auch schon gelesen.
So, dann wollen wir nochmal zurück. Das ist jetzt, glaube ich, mein erster Hänger, wo ich nicht weiß, wo es weitergeht. Ich nochmal dann in dem Falle ins Inventar gucken. Das Buch der Reliquien ist, das ist alles kein Schlüssel, alles kein Schlüssel. Wie sieht's mit den Zaubern aus? Auch eigentlich, der Schild ist kein Schlüsselspruch. Ach, haben wir ja eben, den sollten wir noch gar nicht kennen. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein wenig überfragt. Raus können wir natürlich nicht. Dann gucken wir mal im Keller. Wie peinlich. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Dabei habe ich das Spiel schon so oft gespielt. Die lese ich jetzt natürlich nicht vor. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was wir schon vorgelesen haben, was nicht. Aber ich gehe davon aus, in Räumen, in denen wir schon waren, also noch einmal alles durchgucken, gehe ich davon aus, dass wir hier alles kennen. Gebetet. Ja. Hier haben wir den, mir fallen die Worte nicht ein, das Kloppgerät, das Schlaginstrument, haben wir hier bekommen. Hier waren die Weinfässer, von denen konnten wir eins aufmachen. Ist hier noch was außer, ist das eine Tür, kann ich hier... sind einfach nur die sterblichen Überreste von den... Wahrscheinlich hätte ich hier unten noch was finden müssen, ne? Gehe ich mal davon aus. Also uns fehlt der letzte Beweis. Und der sorgt dann dafür, dass wenn ich... Das weiß ich, dass wenn ich den Gustos anspreche, dass die Geschichte weitergeht. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich diesen letzten Beweis herkriege. Und es würde mich nicht wundern, wenn das die Tagebuchseite Nummer 3 ist. So, gehen wir mal hier den ganzen Raum durch. Aha! Das ist, glaube ich, eine Tür, in der wir noch nicht waren. Das war einfacher, als ich dachte. So. Oft ist es so in Gängen wie diesen, dass man da mit dem Schwert als gegen die Wand haut, weil man eben, so wie jetzt, zu nah an der Wand steht. Aber das ging eben gut. So. Hier. Gegner. So, erstmal dafür sorgen, dass die nicht mehr angreifen können. Und dann zerkloppen wir die eben. So, den haben wir zuerst gekillt, der wird sich zuerst zersetzen. Und dann der hier. Sehr schön, Armbrustbolzen, perfekt. Und hier drüben. Obskure Dokumente und Schriften über die dämonischen Künste. Paul wagt nicht, sie auch nur anzufassen. Aus Angst, das Böse könnte ihn berühren. Und da ruckelt einmal alles. Das ist übrigens der Rechner hier. Hier ruckelt der ganze Rechner. Es kann gut sein, dass es für euch gar nicht sichtbar ist. Das ist ein Problem mit der Kühlung von diesem Rechner, von diesem Laptop.
Und ich werde gegen November wird dieser Laptop von der Firma in meinen Besitz übergehen für etwa 60 Euro. Und dann ist das Erste, was ich mache, Garantie ist mich schon abgelaufen, das Erste, was ich mache, ist den Lüfter auszutauschen und dafür zu sorgen, dass er mehr kühlt. Was eben passiert ist, ist, die CPU hat runtergeregelt, weil sie zu heiß wurde. Und das passiert irgendwie immer wieder. Beim Programmieren merkt man das nicht, aber hier bei so Spielen fällt das dann auf, dass es halt ruckelt. Das ist mir jetzt im Urlaub aufgefallen. Das ist der gleiche Text. Das ist mir im Urlaub aufgefallen, weil Minecraft zwar relativ flüssig hier drauf läuft, aber ruckelt. Und hier läuft zwar nicht das Spiel jetzt gerade, aber eben zweimal encodieren, nämlich einmal für Twitch und einmal für die Aufnahme. So, ein weiterer Beweis der Häresie in dieser dunklen Kathedrale. Ein Tisch mit obskuren Schriften, Diagramme und Siegel, die von dämonischer Handwerkskunst zeugen, liegen auf dem vor kurzem benutzten Tisch. Okay, das ist aber noch nicht Beweis genug. Ich guck mal hier. Soweit ich weiß, ist dieses Regal ein Geheimgang. Und das steht auch da. Und zwar, dieses Regal scheint in die Wand eingebaut zu sein und ist nicht so bündig wie die anderen im Raum. So als könnte es bewegt werden. Ja, dann bewegen wir es mal. So, hier haben wir nochmal einen einfachen Zombie. Die sind beide sehr einfach gewesen. So. Übrigens, wir könnten jederzeit unsere Waffen verzaubern, auch wieder, um sie stärker zu machen. Hier kann ich nicht speichern. Ich glaube, dass im nächsten Raum ein Kampf auf uns wartet. Deswegen versuche ich gerade zu speichern. Das wäre dann wieder hier. So. Es kann aber auch sein, dass der Kampf, den ich erwarte, im vorherigen Kapitel war. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Waren 4 Schluck. Aber man muss sich halt mit Dihydrogenmonoxid Mut antrinken. Ja, hier haben wir vorher mit dem anderen den obersten Mönch, den Abt, so heißt das. Ich habe es heute gewonnen. Den Abt besiegt. Stattdessen finden wir jetzt hier eine Seite aus dem Tagebuch auf dem Altar und wir finden raus, dass die Rune, die wir gefunden haben, Pargon heißt, was wir schon gehört haben, und das steht für Power. Und hier wird das nochmal erklärt. Durch das Hinzufügen der Paragon-Runen wird ein Spruch in seiner Intensität verstärkt. Und jetzt kann ich quasi hier das zum ersten Mal nutzen. Aber da ich das schon kannte, habe ich das schon gemacht. Ach so, ja, dritte Tagebuchseite. Sollte man vielleicht mal lesen. Schaudernd gefriert mir das Blut in den Adern. Die grausame Wahrheit ist, dass der ganze Orden aus Heretikern besteht. Und ich mich in unglaublicher Gefahr befinde. Wer kann sagen, wie lange sie ihr dunkles Geheimnis schon bewahren, maskiert als Hüter der Hand Judas, obwohl sie in Wirklichkeit ein verfluchtes Relikt bewahren, die Essenz des unheiligen Chaturga. Und dieses einsetzen, um Gläubige anzulocken, die dann Opfer ihrer bösartigen Riten werden. Ich fühle mich krank, und trotz meines Glaubens fühle ich deutlich, wie mich starke Angst und Hoffnungslosigkeit überkommen. Ich muss von diesem Ort flüchten, bevor sie bemerken, was ich weiß. Ich muss die Welt warnen und der echten Inquisition von dieser Präsenz erzählen. Der Tod lauert hinter jeder Ecke und lässt mich keinen Moment aus den Augen. Und daher schreibe ich dies nieder. Aber Philippa Augustina wird dieses Buch finden. Ich werde daher einige Seiten daraus entfernen und verstecken, in der Hoffnung, dass der nach mir kommt, sie findet und die Wahrheit aufdeckt, bevor es zu spät ist. Nun? Dieser jemand sind wohl wir. Jetzt haben wir also die grausame Wahrheit erfahren. Jetzt schweben wir auch in höchster Gefahr. Und weil wir in höchster Gefahr schweben, würde ich sagen, speichern wir nochmal. Ja. So. Also, da war eine Tür in der Kamera. So. Das hätte man auch gesehen, wenn man auf die Karte geguckt hätte, dass da noch eine Tür sein muss. So.
Jetzt können wir zum Küster oder Kustos, wie es hier heißt. Früher habe ich übrigens gedacht, dass es sein Name ist und nicht seine Funktion. Und können mit ihm reden und damit den nächsten Teil der Geschichte auslösen. Na komm hier hoch. Ja, das Spiel hat einiges an Backtracking. Aber wie man sieht, hier die ganzen anderen Mönche sind nicht da. Man könnte jetzt erwarten, dass jetzt hier lauter Mönche kommen und ich mich da durchkämpfen muss, weil ich ja jetzt schließlich das Geheimnis des Klosters erfahren habe. Aber scheinbar haben die das noch nicht gemerkt. Und wenn, dann lassen die mich aus irgendeinem Grund gewähren. Naja. Ihr Problem, wenn ich das alles aufdecke. So. Wobei ich wahrscheinlich genauso wie unser Vorspielercharakter in der Irrenanstalt lande. Ich bin jetzt übrigens nicht am Rennen, weil das nur unsere Ausdauer zehrt. Und die Ausdauer, das ist ja ein Balken, den man nicht sieht. Und dann sind wir natürlich wieder langsam und das ist im Kampffall nicht gut. So, dann können wir jetzt wieder ein bisschen rennen. Einmal die Treppe hoch in den Glockenturm. Und ich würde sagen, bevor ich mit dem Küster rede, verabschiede ich mich für diese Folge mit einem Ciao, miau.